جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لببغلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dass wir heute zusammen sind, dass die Engels auch dabei sind. هذه نعمة نشكر الله عليها. Und die meisten sind Jugendliche, und das freut uns alhamdulillah alle, und das ist auch unsere Zukunft. Und wir danken auch die Brüder, die uns auch eingeladen haben. هذه كذلك نعمة من نعم الله عز وجل. Wir reden heute inshallah über ein wichtiges Thema. Und das Thema, es geht um eine Sache, die richtig wichtig ist. Ein Thema, der ist richtig wichtig. Auch ein Ni'ma, eine Gabe von Allah. Das heißt, jeder von uns, er kann jetzt also die Frage stellen, welche Gabe hat uns Allah gegeben? Also nach dem Islam. Al-Islam ist die beste und die erste und der letzte Ni'ma, was Allah uns gegeben hat. Aber es gibt auch viele, viele Ni'am, die uns Allah uns gegeben hat. Aber diese Ni'ma, was wir heute inshallah über diese Thema auch reden wollen, ist auch sehr, sehr wichtig. Heißt, Al-Waqtu huwa al-Hayat. Al-Waqtu huwa al-Hayat. Das heißt, Zeit ist das Leben. Zeit ist auch eine Gabe, die richtig wichtig ist. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Zwei Sachen, zwei Gaben. Zwei Gaben, die sind richtig wichtig, und so viele Leute, die wissen nicht, wie wichtig ist diese zwei Gaben. Erste ist As-Sahha, Gesundheit. Zweite ist Zeit. Gesundheit und Zeit. Das heißt, die sind richtig wichtig. وهذه كذلك من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. Das sind auch also viele وصايا hat uns Allah Azza wa Jal und auch sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam. Qala Allah Azza wa Jal. Schau mal, auch unsere Zeit hat das auch mit unserer Scharia zu tun. As-Salah zum Beispiel. Inna as-Salata kanat ala al-Mu'minina kitaban mawquta. Inna as-Salata kanat ala al-Mu'minina kitaban mawquta. Heißt, das ist auch eine Sache. Schau mal, zum Beispiel, wenn Allah uns sagt, nach jedem Essen müsst ihr beten. Wie viel Mal muss man pro Tag beten? Lakin Allah Azza wa Jal hat das auch für uns mit Zeit gemacht. Inna salata kanat, das heißt Pünktlichkeit.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هات رسول الله صلى الله عليه وسلم جزف خاق قشتلت يا رسول الله was the best Sachen was oder besten Taten was Allah richtig liebt. حديث رواه البخاري ومسلم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها. Das heißt, dass du betest, also pünktlich. Das ist die besten Sachen, was Allah Azza wa Jal liebt. وبر الوالدين. Dass du auch deinen Eltern gehörst. Das heißt, diese zwei Sachen Allah Azza wa Jal liebt. Und man muss auch wissen, immer wenn ein paar Wörter oder ein paar Sätze oder ein paar Versen im Koran wiederholt sich, dann musst du auch genau wissen, dass dieses Wort oder diese Ayah oder diese Sachen richtig wichtig. Beispiel القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه ورب beispiel auch الحاقه ما الحاقه. Das heißt, es gibt verschiedene Namen hat uns Allah Azza wa Jal im Koran genannt, obwohl das nur eine Bedeutung heißt. القارعه الحاقه يوم القيامه يوم البعث يوم الحشر. Das heißt alles nur يوم القيامه, damit wir immer denken und auch überlegen an يوم القيامه. Das ist auch genauso hier. أقسم الله عز وجل بالوقت. قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والفجر وليال عشر und so weiter. والشمس und so weiter. Das heißt, Allah عز وجل hat uns diese Sachen also im Koran genannt, damit wir auch richtig wissen, wie Zeit wichtig ist. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر, العصر ist Allah schwört bei Zeit, كما قال العلماء. Und Allah, darf bei allen Sachen schwören. Warum? Weil hat diesen Sachen auch erschaffen. Aber bei uns als Menschen, man darf nur bei Allah Azza wa Jal schwören. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Entweder also schwörst du bei Allah Azza wa Jal oder musst du still bleiben. Und auch Ramadan. من رأى منكم الشهر فليصمه. Auch hat das auch mit Zeit zu tun. Wenn du diese Hilal siehst, dann musst du also fasten. Was noch? Auch Zakat hat das auch mit Zeit zu tun. Wenn du Geld hast und ein Jahr schon vorbei, dann musst du auch deine Zakat auch rausgeben. Al-Hajj. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Das heißt, Al-Hajj fängt ab Shawwal an. Shawwal, Dhul-Qa'da und Dhul-Hijjah. Drei Monate sind Zeit von Hajj. Auch genauso Arafat. Al-Hajj Arafat. Wenn du nicht in Arafat auch an diesem Tag dort warst, wird dein Hajj nichts akzeptiert. Kama qala ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith alladhi rawahu Muslim. Al-Hajj Arafah. Da musst du dort bleiben bis ein bisschen kurz vor dem Untergang, Sonnenuntergang. Dann musst du nach Muzdalifa. Das heißt, haben wir so viele Versen, so viele Ayat, so viele Hadithen, die Allah uns genannt hat und auch sein Gesandter auch genannt hat, damit wir richtig wissen, wie wert Zeit ist. Allah Azza wa Jalla كذلك حذرنا من يوم القيامة. Und auch, dass die Zeit in dieser Dunya ganz kurz ist. Alam yaqulillahu azza wa jal ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat. Hat nicht gesagt für später, aber ma qaddamat li ghad, morgen.
لأن الموت كومت إجابة دوبست أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اقترب للناس تصعيد استصعيد end of the world من زيت أخوة استاق سبحان الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الهرج علامة من علامات يوم القيامة. كثرة الهرج الهرج هي هايست القتل egal wo oder egal welche Länder sind jetzt gibt es nur Tötungen سبحان الله. وهذا قد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم damit wir auch Gedanken auch machen. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam geboren ist, das ist auch ein Zeichen Ende der Welt. Und schauen wir mal jetzt, seit mehr als 1400 Jahren. Das heißt, es ist nah. Damit wir immer Gedanken machen, dass die Zeit, und jeder auch von uns merkt jetzt heutzutage, fängt Montag, da wieder Samstag. Oder? كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان. تقارب الزمان ist auch ein Zeichen Ende der Welt. Ein Tag wie eine Stunde, eine Woche genau wie ein Tag und ein Monat genau wie eine Woche. سبحان الله. أليس هذا كذلك؟ والله بلى. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. غفلة Unachtsamkeit. Du sagst immer, ich werde, ich werde, ich werde machen. Ad-Dunya, Ad-Dunya ist es genau, wenn du, als Beispiel, dass du ein Glas von einem Wein trinkst und dann bist du durcheinander. لا تفيق إلا عند القبر, أو في القبر. Du stehst auf, nur wenn du im Grab bist. Dann sagst du, wo war ich? عندما يأتي الملكين منكر ونكير ثم يسألون من ربك ومن نبيك أو وما تقول في الذي بعث فيكم وما دينك und dann sagst du سبحان الخالق. Ich war nur ein paar Tage, nur ein paar Stunden in dieser Welt. Zeit ist sehr, sehr wichtig, والله. Es gibt auch manche Brüder, die sagen, ich habe nichts zu tun. Wie hast du nichts zu tun? Wenn du diese Frage stellst, dann frag mal oder stell immer noch weitere Fragen. Sag, habe ich auch Koran auswendig gelernt? Solange du nicht aus Koran auswendig gelernt hast, du darfst nie sagen, ich habe keine Zeit. Hast du auch Hadithen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch auswendig gelernt? Solange du das auch nicht gemacht hast, du darfst auch nie sagen, ich habe viel Zeit oder ich habe viele Freizeit. Manche Brüder sagen, ich töte Zeit, sogar mit diesem Satz. Ich töte die Zeit. Warum? Weil er nichts zu tun hat. Oder ich bin langweilig. Ich habe Langeweile. Solche Sachen, normalerweise ein Muslim darf das nicht sagen. Warum? Weil wir so viele Sachen zu tun haben. Und auch, wie auch die Gelehrten, die sagen, Wallahi, wenn wir wissen, jemand, der seine Zeit verkaufen kann, ich kann von ihnen kaufen. Wenn jemand zum Beispiel seine Zeit verkaufen kann, ich kann von ihnen kaufen. Subhanallah. Das heißt, die Gelehrten, die haben immer gehofft, dass die in einem Tag, zwei Tagen seien. Obwohl die nicht so lange gelebt haben, aber die haben so viele Sachen für uns gelassen. سبحان الخالق. ابن عقيل رحمه الله. Das ist auch ein großer Gelehrter. Er hat ein Buch geschrieben und das ist der längste Buch. Also seit Adam عليه السلام, ich glaube bis يوم القيامة. Wisst ihr, wie viele Bände hat dieses Buch? 800 Bände. 800 Bände.
Und er hat nicht so viel gelebt. Subhanallah. Habt ihr schon gehört, diese Information, dass 800 Bände gibt? Heißt dieses Buch Al-Funun, Kitab Al-Funun. Ja, Kitab Al-Funun. Und da hat er gesagt, meistens nur, wenn ich beim Reise bin, ich schreibe. Er hat kein Marajir, zum Beispiel Bücher von Bukhari oder von Muslim. Er hat alles hier in seinem Kopf, in seinem Gehirn gespeichert. Er hat auch kein iPhone, damit er alles, hat auch nichts, subhanallah. iPhone ist hier, iPod ist auch hier. Unterwegs hat Bücher geschrieben. Subhanallah. Und trotzdem, da hat er gesagt, ich habe so viel Zeit verloren. Was ist mit uns? Allahumma ista'an, Allahumma ista'an. الوقت يمر بسرعة. Geht schnell. Zeit geht schnell. Schau mal, vor ein paar Jahren du warst ein Baby, hast du Lutscher gehabt. Und jetzt, كما قال عياض الفضيل ابن عياض رحمه الله قال hat ein Bruder gefragt, wie alt bist du? Er hat ihm gesagt, 60 Jahre alt. Und dann hat ihm gesagt, oh, seit 60 Jahre alt gehst du Richtung Allah? Er hat ihm gesagt, ja. Dann hat ihm gesagt, ja, ich weiß. Er hat ihm gesagt, ja, weißt du, dass du auch irgendwann stirbst? Dass bald, dass du stirbst. Also 60 Jahre ist es alt geworden. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ihr Alter ist nur zwischen 60 und 70 وقليل من يتجاوزها. Nur seltener, wenige Leute, die leben mehr als 70 Jahre alt. Aber meistens zwischen 60 und 70 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له bald, dass du sterbst und so. قال له, ja, ich weiß. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Und dann hat ihm gesagt, weißt du, was das heißt? Diese inna lillahi wa inna ilayhi raji'un heißt. Hat ihm gesagt, ja, ich bin von Allah und ich gehe zurück zu Allah. Das ist ganz normal. Und dann hat ihm gesagt, wenn jemand solche Sachen weiß, der muss guten Taten auch machen. Und wenn jemand weiß, dass er stirbt, es wird auch Hisab kriegen, Abrechnung auch kriegen. Und wenn jemand weiß, dass er Abrechnung kriegt, er wird auch vor Allah stehen. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه صحيح رواه البخاري ومسلم ما منكم إلا سيقف أمام الله jeder von uns der wird vor Allah stehen jeder von uns wird vor Allah stehen ليس بينه وبينه ترجمان zwischen dir und Allah عز وجل es gibt kein ترجمان kein Dolmetscher فتنظر عن يمينك. Du wirst auf deine rechte Seite gucken. فلا ترى إلا ما قدمت. Du wirst sehen nur, was du schon gemacht hast in الدنيا. Und auch in deine rechte Seite, linke Seite auch genauso. وتنظر إلى أمامك. فما ترى إلا النار. Wenn du vorn siehst, da wirst du nur Feuer sehen. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ولو بكلمة طيبة. Das heißt, jeder von uns wird vor Allah stehen. Und dann hat ihm gesagt, und wenn du weißt, dass du auch vor Allah stehen musst, dann musst du auch antworten. Das heißt, wenn du eine Sünde gemacht hast, du musst auch eine Antwort vorbereiten. Was kannst du zu Allah sagen, wenn er fragt, warum hast du das gemacht? Sag nicht, ja Allah, Azza wa Jal habe ich nicht gewusst. Aber kann sein, dass Allah dir sagt auch, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch gesagt, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Oder?
dass wir nach Wissen, jeder Muslim muss nach Wissen streben. Warum? Weil jeder oder fast viele Brüder, die streben nur nach Dunya. Wenn das um Dunya geht, die Fragen und die Suchen und alles. Aber wenn das um Religion geht, der sagt später, später bis er stirbt. Subhanallah. الوقت في gesagt, der geht ganz ganz schnell. كما قال الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض. Wie lange habt ihr in dieser Dunya gelebt? عدد سنين. قالوا يوما أو بعض يوم. Paar Tagen oder ein Stunden. Das war's. Subhanallah. Das heißt, الدنيا wie eine. لماذا سميت الدنيا؟ لأنها دانية. Als Adam عليه السلام diese Sünde gemacht hat, diese Fehler gemacht hat, der war im Paradies. Aber als Strafe hat diese Dunya bekommen. Das heißt, الدنيا ist eine Strafe. Oder? الدنيا ist eine Strafe, subhanallah. لا إله إلا أنت. قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Denkt ihr, dass ich euch einfach erschaffen habe, einfach umsonst? ألم يقول الله عز وجل وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. Oder? Hat uns Allah عز وجل das gesagt. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. Und dann, wie gesagt, wenn du in يوم القيامة bist, Allah wird dir nach deinen Taten fragen, was du in Dunya gemacht hast. Was du in Dunya gemacht hast. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم يهرم ابن آدم. Es gibt Leute, also die Leute, die werden älter. Aber zwei Sachen, jeder will die zwei Sachen haben. Obwohl du alt geworden bist. الحرص على المال, dass du immer Geld willst. Und was noch? والحرص على العمر, dass du nicht stirbst. Subhanallah. Zwei Sachen. Kann sein, dass er 100 Jahre alt und er sagt, ja, ich will noch leben. Aber es gibt auch ein gefährlicher Hadith, قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. The best von euch, der alt geworden, aber mit guten Taten. وشركم, und schlechte von euch, der richtig alt, aber schlechte Sachen gemacht. Subhanallah. Das heißt, er ist älter, aber trotzdem, der macht Alkohol, trinkt Alkohol, der macht Sinne, alles. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. Von denen ist شيخ زان. Drei Leute. Allah möchte die nicht sehen und auch nicht loben und nicht mit denen reden. Und die werden eine richtige Qual in Yawm al-Qiyamah kriegen. Das heißt vier Sachen. Drei Arten, drei Leute. Und von denen ist der erste Sheikhun Zanin. Ein alter Mann und der macht immer Sinne. Subhanallah. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Wenn du in يوم القيامة bist, du wirst vier Fragen bekommen. Das heißt, jetzt musst du die Antwort auch also haben. Subhanallah. Erste Frage. عن عمره فيما أفناه. Wo hast du dein Alter verbracht, die du hier verbracht hast in Dunya? Du hast 20 Jahre gelebt, 30, 40 bis 100. Was hast du in diesem Alter gemacht? Diese Frage, wallahi, du wirst bekommen. Aber die Antwort, jeder muss Gedanken machen. Jeder von uns, wallahi, er wird diese vier Fragen bekommen. Und auch jeder von uns, der weiß genau, dass er sterben muss, oder? Jeder von uns. Jeder von uns. Aber sag immer,
الموت حق. الموت ist die Wahrheit. Aber schlimm als الموت, dass du nicht an الموت denkst. Das ist schlimm. Aber الموت kommt. Aber was schlimm ist, dass du nicht an Tod denkst. هذا هو الذنب. Das ist genau auch, wenn zum Beispiel Leute, die sünden. Es ist nicht schlimm, dass du sündest. Warum? Weil jeder von uns خطأ. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. Aber es ist schlimm, wenn du kein Taube machst. Oder? Es ist schlimm, wenn du kein Taube machst. Ich sage nicht, dass du sündest. Nein. Jeder von uns, ob klein oder große Sünden, wir sind Menschen, ja. Aber wenn du weitermachst ohne Taube, das ist das Schlimmste. Erste Frage gesagt, dein Alter. Zweite, an shababihi fima abla. Ganz Alter, wo du verbracht hast, und deine jugendliche Zeit. Zwei Sachen, subhanallah. Warum? Weil jugendliche Zeit ist auch wichtig. Also kann sein, dass du 100 Jahre gelebt hast, aber extra wieder, diese jugendliche Zeit wirst du auch ein extra Farbe bekommen. Subhanallah. Auch zweite Frage. Und auch ein Mali min aina iktasaba. Auch deine Mal, dein Geld, dein Vermögen, woher hast du es bekommen? Ob das von Halal ist oder von Haram ist? Und auch, zweite Frage, auch bei Mal, bei Vermögen, wie hast du das oder wo hast du das auch ausgegeben? Von wo und wie? وعن علمه عن علمه ماذا عمل به. Das Wissen, was du gekriegt hast, hast du auch praktiziert, was du gelernt hast? Das ist auch eine Sache, die richtig wichtig ist. Kann sein, dass du so viel Wissen im Kopf hast, aber du praktizierst nicht. Und diese Frage, du wirst auch bei Allah auch bekommen. Du hast Wissen, aber du hast nicht gemacht. Ja, ayyuhal ladin amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun. والرسول صلى الله عليه وسلم hat uns auch gesagt, die ersten drei Leute, die in Jahannam reinkommen, einer von denen hat Wissen, aber nur das, damit die Leute ihm sagen, dass er ein Wissender ist. Das war's. Ohne Ikhlas, ohne guten Taten. Okay? Ein Sahabi hat Rasulullah صلى الله عليه وسلم gefragt, Ya Rasulullah, متى الساعة? Wann kommt die Stunde? Was ist Ende, wann ist Ende der Welt? فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم in einem Rewaya hat er gelächelt. In anderer Rewaya hat ihm nicht gleich beantwortet. Danach hat ihm gerufen, من السائل? أو من كان السائل? Wer hat mich gefragt? Wer hat diese Frage gestellt? قال وأنا يا رسول الله. Hat ihm gesagt, يا رسول الله, متى الساعة? أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ Was hast du vorbereitet? Stunde kommt. Aber was du vorbereitest, das ist wichtig. سبحان الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه وقرب فيه أجلي. Ich bereue mich, wenn ein Tag vorbei ist und ich habe keine guten Taten gemacht. Hada Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ich bereue mich immer, wenn ich oder wenn ein Tag vorbei ist und ich habe keine guten Taten gemacht. Schau mal, warum heute? Es wird gestern sein. Aber morgen oder heute wird nicht morgen sein. Oder? Heute wird gestern sein. Aber wird nicht morgen sein. Schon vorbei. Was du schon gemacht hast, ob das gut ist oder schlecht ist, wird geschrieben. Okay? وقال الرسول صلى الله عليه وسلم auch
أين الحديث؟ أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم، وصيص اغتنم كنت في الغنيمة اغتنم أو سنتسن اغتنم خمسا قبل خمس تموست فونف زخن أو سنتسن فا فونف زخن بفور دي كومن. سبحان الله أستا شبابك قبل هرمك دان يوجد إيش تصيد بفور دو إلتا فيست رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تغشت بفور دو إلتا فيست مستو يتس تاتن مخن. Es gibt auch ein Hadith an den Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns gesagt, hat uns diese Wasiyya gegeben, hat uns gesagt, wenn du zum Beispiel jetzt Qiyamul Layl machst, wenn du freiwillige Tage fastest, wenn du viele Sünden machst und wenn du älter wirst, es wird für dich gut geschrieben, auch wenn du das nicht gemacht, auch wenn du das nicht machst in diesem Alter, wenn du alt geworden bist. Es wird immer bei deinem Konto geschrieben. Warum? Weil du hast in deine jugendliche Zeit gemacht. Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, das ist beste und echte Rente. Du kriegst diese Rente, obwohl du alt bist, aber kriegst du Taten auf dein Konto. Warum? Weil du hast zum Beispiel donnerstags, montags immer gefastet, als du noch jung warst. Aber als du alt geworden bis 70 Jahre, 80 Jahre alt, kannst du nicht mehr. Aber dein Konto läuft immer. Subhanallah. Ist das kein guter Tag, sag mal, ist das kein Gabe? Subhanallah. Sallallahu alaihi wa sallam. وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. Deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Subhanallah. Es gibt manche Leute, manche Brüder, was kann ich euch sagen, die können nicht einfach so zum Beispiel machen beim Gebet. Oder die können auch nicht stehen beim Gebet. Die können auch kein Sujud beim Gebet machen. Aber wir, Alhamdulillah. Da war ein Bruder in Haram, in Mekka. Und dieser Bruder ist auch Talibul Ilm. Und dann auf einmal, der Bruder, der war hier, da kam ein anderer Bruder vorbei. Und dieser Bruder hat immer ein bisschen komisch geguckt. Und der andere Bruder hat falsch verstanden. Und dann ist wieder zu ihm gekommen. Hat ihm gesagt, du hast mich ein bisschen komisch geguckt. Dann gesagt, ja Bruder, ich brauche deine Hilfe. Ich will in Klo, ich habe keine Hände. Hat ihm gesagt, ja, was ist das? Hat ihm gesagt, das sind nur Plastikhände. Ich kann, normalerweise seine Mutter macht ihm sauber. Seine Mutter macht ihm sauber. Und da hat er gesagt, ich habe meinen Wudu verloren, kannst du Bruder für mich das machen? Subhanallah. Hände. Was machen wir mit unseren Händen? Jeder hat Hände. Aber kann sein, dass du mit diesen Händen Sinne machst. Kann sein, dass du auch mit Augen auch Sinne machst. Oder mit deinen Füßen. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العين تزني. العين تزني والله تزني. واليد تزني واليد تزني وزناها البطش والأذن تزني وزناها السمع والرجل كذلك تزني وزناها المشي. سبحان الله. Es gibt jetzt Brüder, die sind, was kann ich euch sagen, also, die verlieren ihre Zeiten heutzutage meistens vor PC, Internet und die chatten. Oder? Wir chatten 8, 5, 6 Stunden. Wallahi, du wirst gefragt. Du wirst gefragt. Jeder von uns. Deshalb musst du immer an Allah glauben. Es gibt auch ein gefährlicher Hadith. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: Es wird ein Tag kommen. Das heißt, schauen wir auch. Es wird auch ein Tag kommen. Das heißt, Zeichen auch Ende der Welt. Ein paar von euch
manchen von uns, von min ummati, min ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was werden die machen? Yusalluna kama tusallun. Die beten genau wie auch euch. Die beten auch. Wa yasumuna kama tasumun. Wa yahjjuna kama tahjjun. Aber, lakin, wenn die allein sind, intahku hurumatillah. Wenn du allein bist, machst du zu. Wenn du allein bist, was machst du? Viele Leute denken, Alhamdulillah, jetzt bin ich allein. Ich kann alles gucken, was ich kann. Lakin Allah ar-Raqib. Und die sind die schlimmsten Leute, die werden eine richtige Strafe von Allah bekommen. Warum? Weil du zeigst, wenn du mit Bruder bist, du zeigst, dass du ein guter Gläubiger bist. Lakin, wenn du allein bist, was machst du? Große Frage, Zeichen. وغناك قبل فقرك. Du musst auch diese Reichtum ausnutzen, bevor du arm wirst. Und das heißt, diese Reichtum, also von uns, Alhamdulillah, wir haben nichts. Wir brauchen auch gar nichts. Wir haben Brot, wir haben alles, Alhamdulillah. Das reicht uns ja. Aber es gibt manche Brüder, die haben auch kein Wasser. Die trinken nur von dreckiges Wasser. Allah, es gibt auch. Die trinken, obwohl das ist kein sauberes Wasser. Und man muss auch wissen, also, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Das heißt, einmal bist du reich, wer wird dir Garantie geben, dass du wieder arm wirst? Allah Azza wa Jal. Jeder von uns hat jetzt geguckt, was in unseren Ländern passiert ist. In Libyen, Tunesien und so und so und so und so. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, als er diese Schlüssel von Quds kriegen will, da war vor ihm in Quds, in Palästina, da war viel Sahaba. Von denen war auch Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, aminu hadhihi al-Ummah. Da war auch dort. Und dann auf einmal, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, der war dort und der hat Schlüssel gekriegt. Und auf einmal, er hat Angst, obwohl die Sahaba sind. Er hat Angst, dass diese Umara von ihm, antagurrahum ad-dunya, dass die mit Dunya Fitna kriegen. Und von denen, wie gesagt, Abu Ubaida ibn al-Jarrah und viele große Sahaba waren auch dabei. Und dann hat mit denen geredet. Da hat ihnen gesagt, jeder von euch muss mich einladen bei ihm zu Hause. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Dann haben ihm gesagt, okay, damit er nur kontrolliert, ob die Geld haben oder Jariyat haben oder Paläste haben und so weiter. Und jeder von diesem Sahaba, radiallahu anhu, hat ihm angeladen. Außer Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Danach kam Umar. Umar كان شديدا في الحق. Er war richtig. جاء إلى أبي عبيدة بن الجراح. Hat ihm gesagt, يا أبا عبيدة, du hast mich nicht eingeladen. Hat ihm gesagt, أبو عبيدة, يا أمير المؤمنين, wenn du zu mir kommst, du wirst deine Augen drücken. Das heißt, musst du weinen, wenn du bei mir bist. Hat ihm gesagt, okay, ich komme zu dir. Ich war bei allen Bruder, aber als Gerechtigkeit, ich muss auch bei dir melden. Inni atika ghadan. Ich werde zu dir morgen kommen. Faqala Abu Ubaida, okay, ich warte auf dich, inshallah, morgen. Faja'a Umar. Geklopft, reingekommen, fanadar, hat nichts gefunden. Keine Möbel, kein gar nichts. Er hat nur
Sattel von seinem Pferd gesehen. Hat ihm gesagt, wo ist deine Matratzen und Sachen? Hat ihm gesagt, ja, Amir al-Mu'minin, ich schlafe nur auf diesem Sattel von meinem Pferd. Also in der Nacht schlafe ich drauf und morgen mache ich auf mein Pferd. Das war's. Danach hat ihm gesagt, wo ist Essen? Hat ihm gesagt, ja, warte, ja. يا أمير المؤمنين فأتى له بخبز يابس تات إم بروت رش دابا رش شارت هات إم جيبن فبكى عمر سبحان الله فبكى عمر قال له صدقت يا أبا عبيدة والله صدقت إيش هاب ديجي جلاوت أبا إيش هاب إيش هاب إيش هاب was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat damals, dass du Aminu Hadi al-Ummah. Subhanallah. So waren die unsere Umara. Subhanallah. Und unsere Umara jetzt, jeder weiß Bescheid, brauche ich nicht zu sagen. Wa faragak qabla shughlika wa hayatuka qabla mamatika. Du musst deine Zeit ausnutzen, bevor du stirbst. Hatta la taqula ya laytani qaddamtu li hayati. Fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Das heißt, wann kannst du das merken? Ach, wenn du beim Sterben bist. Welchen Satz möchtest du hören? Ja, ayyatuha an-nafs at-tayyiba oder ja, ayyatuha an-nafs al-khabitha. Einer von beiden muss man hören. Das heißt, wenn du hören möchtest, ja, ayyatuha an-nafs at-tayyiba, dann mach. Mach guten Tag. Wenn du nichts machst, du wirst auch diesen Satz auch hören. Ja, ayyatuha an-nafs al-khabitha. Das heißt, al-khabitha stinkt sogar auch. Aber wenn du gut in dieser Dunya hast, auch deine Zeit auch richtig ausgenutzt, du wirst auch, also deine Seele wird richtig schön sein, richtig duftet. Na. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ما هو الحق الحق dass du als Muslim stirbst الحق dass dein Grab in dein Grab nur wird Licht هذا هو الحق الحق dass du in Paradies bist هذا هو الحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد تحيد heißt wenn du krank bist gehst du schnell bei dem Arzt wenn du Hunger hast musst du essen wenn du Durst hast musst du auch trinken ذلك ما كنت عنه تحيد كنت عنه تهرب obwohl du weißt genau dass du sterben musst حتى قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قالوا رب ارجعون Du bist beim Sterben رب ارجعون Ich werde das und das das machen Aber zu spät Wenn du beim Sterben bist Du wirst auch zum ersten Mal Malakul Maut sehen سبحان الله وأنتم أقرب إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الميت wenn jemand beim Sterben ist sieht Engels zum ersten Mal und hier kommt يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة hier wird nichts mehr helfen gar nichts es ist zu spät ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم. Bevor du etwas Schlechtes machst, dann musst du rechnen. Das wird geschrieben. وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Bevor du etwas machst, dann musst du denken auf die linke Seite oder auf die rechte Seite. Einer von beiden. Es gibt manche Salaf, der war beim Sterben und da haben ihm gefragt, hast du Angst? Da hat ihm gesagt, wie kann ich Angst haben? Und seit 40 Jahren, ich weiß genau, was ich sage. Seit 40 Jahren, der weiß genau, was er sagt. Das heißt, pass richtig auf seine Zunge aus, auf. Subhanallah. As-Sahaba, wir haben unsere Sahaba mit Zeit, also verhalten. An Salama ibn Bashir, an Aba Huraira radiyallahu anhu. Inda marad mawtihi, als er beim Sterben war, baka, hada Abu Huraira radiyallahu anhu, yabki inda ihtidarihi, beim Sterben und er weint. Und da haben ihn gefragt, warum weinst du ja, Aba Huraira? قال أبكي لبعد سفري. Ich weine, weil ich weiß genau, dass eine lange Reise. Lange Reise heißt, dass du beim Sterben bist, dass du in Grab reinkommst, dass du in Hayatul Barzakh lebst, dass du auch wieder aufstehst von deinem Grab, dass du auch beim Waage bist, dass du auch beim As-Sayrat, dass du auch irgendwo in Jahannam oder in Jannah. Eine lange Reise. Safari, ba'id. Wa qillat zadi. Diese Bescheidenheit von Abu Huraira radiallahu anhu. Qillat zadi, ich habe nicht so viel Taten gemacht. Ja Allah, Abu Huraira. الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما als 5000 حديثن und hat Angst, hat gesagt, ich habe nicht so viel Taten gemacht. سبحان الخالق. وإني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو نار. Und in يوم القيامة ich werde dort stehen, entweder جهنم oder Paradies. فلا أدري إلى أيها أو إلى أيتها أسلك. Ich weiß nicht genau, ob ich in Paris reinkomme oder in die Höhle. Was werden wir sagen, wenn Abu Huraira sozusagen sagt? Was wird auch Abu Huraira sagen, wenn er in unserer Zeit auch jetzt lebt? Der wird Allah Musta'an sagen. Warum? Weil sie haben nicht ihre Zeiten einfach so verschwinden. Da haben richtig die Zeiten richtig ausgenutzt. La ilaha illa ant. Aber Hadith rawahu al-Tabarani fi al-Kabir wa sahahu al-Albani rahimahullah anna ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala Inna, das ist ein Botschaft für uns, ein Vorbotschaft für uns alle. Inna min wara'ikum zamanu sabr. Er hat zu den Sahaba gesagt, min wara'ikum, nach euch, es wird eine schwierige Zeit kommen. Und die Zeit, die Brüder müssen viele, viele Geduld haben. المتمسك فيه له أجر 50 شهيدا منكم. Wenn du auf Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam richtig haltest, du wirst Belohnung von 50 شهيد von Sahaba kriegen. Andere Hadith, die Sahaba da haben gefragt, ja Rasulullah, aminhum au minna, hat gesagt, bell minkum, von euch. Das heißt,
Wenn du richtig Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit jetzt richtig haltest, du wirst eine Belohnung von 50 Sahabi kriegen. Das ist eine Vorbotschaft. Sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba, die haben, wie gesagt, nicht ihre Zeiten einfach so verschwendet. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, Fatih Misr. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, in sein, schau mal, in sein, sag mal, die erste Nacht, als er geheiratet hat, von Sunna, wenn du mit deiner Frau bist, erste Nacht, dann besser, dass du ein Dua machst und dann zwei Rakaat machst mit deiner Frau. Wisst ihr, wie viel Juz' Amr ibn al-As mit seiner Frau gebetet hat? 16 Juz' von Al-Fatiha bis Al-Kahf. Von Al-Fatiha bis Al-Kahf. Genau wie wir heute sagen auch. Inna a'tainak al-Kawthar. Das war's. Die verlieren nicht Zeit. Von Al-Fatiha bis Surat al-Kahf. Subhanallah. Gibt's keine Zeit. Bei uns, du sagst, wie kann das sein? Allah hat ihnen auch Barakat bei ihren Zeiten auch gegeben. Al-Ithnain huwa al-Ithnain. Al-Jum'a huwa al-Jum'a. Aber diese Barakat gibt es nicht mehr. War auch ein Bruder, ein kleiner Schülerchen, sag mal so. Dann der ist reingekommen fi Majlis Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Der ist reingekommen und dann auf einmal auf die erste Reihe gesessen, hier vorne. فقال له مالك ابن أنس رحمه الله geh mal hinten, du bist zu spät gekommen. Und der Bruder ist 14, 15 Jahre alt. Hat ihm gesagt, ja Imam, ich will hier sitzen. Hat ihm gesagt, nein, hinten, das ist nicht dein Recht. Wenn jemand früh gekommen ist, sein Recht muss vor mir sitzen. Sonst musst du hinten sitzen. Hat ihm gesagt, nein, ja Imam, ich muss hier sitzen. Und dann auf einmal kam der Bruder, der hat ihn richtig gepackt und draußen. Der Bruder ist wieder gekommen. Ja, Imam, ich will hier sitzen. Nein. Dann auf einmal, Malik ibn Anas hat sein Peitsche, die Schuyuch, die haben damals Peitsche immer dabei, immer dabei gehabt. Von vorne so. Und dann hat ihm 17 Peitsche gegeben. Bis er richtig geweint hat, dieser Bruder, dieser Kleine. Und dann hat er ihm gesagt, okay, jetzt gehst du hinten, als Strafe. Der Bruder ist nicht gegangen, er ist dort geblieben, damit er hört, Hadith hört. Unterricht läuft und der Bruder weint. Wir haben keine Zeit. Und danach, Malik ibn Anas, sein Herz ist weich geworden. Hat ihm gesagt, okay, komm hier, setz dich. Was kann ich für dich tun? Hat ihm gesagt, ja, wie viele Peitschen hast du mir gegeben? Er hat ihm gesagt, ja, 17 Peitschen habe ich dir gegeben. Da hat ihm gesagt, ja, musst du mir 17 Hadithen beibringen. Hat ihm gesagt, okay. Er hat ihm 17 Hadithen mit Sened, mit Metten, mit alles. Der erste Hadith, zweite Hadith, bis 17 Hadith. Und der Bruder, die speichert. Und danach hat ihm gesagt, okay, bist du zufrieden? Er hat gesagt, ja, ich bin zufrieden, ich kann sogar auch wieder vorlesen. Wie? Ja, kann ich wieder vorlesen. Er hat ihm gesagt, ja, fang an. Hat ihm alle Hadithen mit Metten auch vorgelesen. Danach hat ihm gesagt, ja. Der Kleine hat ihm gesagt, ja, Imam, ich will noch mehr. Gib mir noch Peitschen, aber gib mir noch mehr Hadithen. Sind wir auch so?
الحمد لله. النووي يدرس النووي رحمه الله ده آخر رياض الصالحين قشخيب نهات مانش قلي أنت ده من قزارت أهات أونجفه 500 بيوشة قشخيب هات نش كهيراتت هات نش كهيراتت ده هات also manche haben gesagt 32 Jahre alt schon gestorben. Manche haben gesagt nein 36. Manche haben gesagt nein 40. Okay, 40 Jahre gelebt. Wie viel Bücher hat für uns gelassen? Und dann die Talaba von ihm, die Schüler von ihm, haben ihn gefragt: Ja, Imam, warum hast du nicht geheiratet? Er sagt: Ah, ich habe nicht daran gedacht, ich habe das vergessen. Er hat vergessen, dass er heiratet. Vergessen, dass er heiratet, subhanallah. Allah musta'ana. Die Brüder, die wollen jetzt heiraten. Okay, dann, der kommt nach Hause. Der kommt nach Hause. Seine Mutter hat nur Mutter gehabt. Die kocht für ihn. Die ist mashghoul bil ilm, beschäftigt mit Wissen. Und dann kommt seine Mutter zu ihm und sagt: Sohn, komm essen. Sagt, ja, ich bin beschäftigt, ja, Ummi. Und dann schau mal, seine Mutter speichert ihm. Die gibt ihm Essen. Und der Haupt auch, der Haupt richtig. Bis zum Fajr, also die Mutter geht schlafen und der bleibt bis zum Fajr. Und dann auf einmal, der geht bei seiner Mutter. Wo ist Essen, Mutter? Du sagst, du hast schon gegessen. Er hat vergessen, dass er gegessen hat. Warum? Weil der ist beim Lernen und seine Mutter einfach rein. Ja. Und dann danach, Mutter, wo ist Essen? Ja. Manche Gelehrte, die haben auch Brot oder Essen und die nehmen Brot rein. Die haben keine Zeit, damit die kauen. Die Zeit von kauen haben die nicht. Einfach schnell. Warum? Weil die für uns alles gelassen haben. Deshalb, die müssen auch so sein. La ilaha illallah. Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, der erste Ghulam, der Islam angenommen hat. Der war auch ein Diener von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana hibbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Er hat Luratul Yahud. Hebräisch heißt das? Hebräisch, ja. Wisst ihr, wie viele Tage hat das gebraucht? 17 Tage. 17 Tage. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allam Luratul Yahud. 17 Tage hat Hebräisch gelernt, damit er mit Juden redet. Usama ibn Zayd, Usama, sein Sohn, der war als Emir. Wie alt ist also Zayd ibn Haritha? Der war 17, 18 Jahre alt. Sein Sohn, 17, 18 auch Jahre alt, der war als Emir. Und wir waren in diesem Jaysh, war Abu Bakr und Umar. Muhammad al-Fatih auch genauso. Der Bruder, der auch Istanbul geöffnet hat, 18 Jahre alt. Was haben diese Brüder gemacht in im Alter? Subhanallah. Nummer 4. An die Brüder, die sagen, dass ich viel Zeit habe und ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Wie kann man unsere Zeit richtig organisieren? Weil es gibt manche Brüder, du fragst ihm, wie viele Stunden schläfst du pro Tag? Sagt nicht so viel, ungefähr so 13, 14 Stunden schlafe ich. Das ist wenig, Bruder. Ich muss noch ein bisschen, noch 2 Stunden dazu machen. Ach, wenn du 16 Stunden pro Tag schläfst, das heißt, im ganzen Leben von dir, du hast nur 5 oder 3 Jahre gelebt.
und auch zwei Jahre nur beim Essen und so weiter. Das heißt, du hast nur einen Monat gelebt in deinem Leben. Das heißt, wenn du nur 2 Stunden pro Tag, also weniger machst, das ist ungefähr, und du hast nur 20 Jahre gelebt und 2 Stunden weniger geschlafen, du sparst 2 Jahre. Und in 2 Jahren kannst du so viele Sachen machen. Ne? So viele Sachen kannst du Hadithen auswendig lernen, kannst du deine Ausbildung auch machen, kannst du auch Koran auswendig lernen und so weiter. Warum? Erste Frage, die Leute, die sagen, ich habe viel Zeit, aber nichts zu tun. Ich sage ihm, oder stelle ihm diese Frage, hast du die Aqidah richtig gelernt? Hast du richtig Fiqh al-Salah zum Beispiel gelernt? Und Fiqh al-Salah, und Fiqh al-Zakat, und Fiqh al-Hajj gelernt? Es gibt ein Hadith, das ist richtig gefährlicher. Hadith und Sahahu al-Albani, rahimahullah, fi al-Targhib. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسكبت إن الرجل ليصلي das heißt kann sein dass jemand 60 Jahre betet und es wird von ihm nichts akzeptiert, dieses Gebet was gebetet hat wird nicht akzeptiert. قال الصحابة كيف هذا يا رسول الله؟ Wie kann das sein? Da hat ihn gesagt, doch kann sein, wenn jemand nicht richtig Ruku macht und richtig Sujud macht, es wird von ihm sein Gebet nicht akzeptiert. 60 Jahre und dann man merkt manchmal, subhanallah, manche Väter von uns, die machen nur wie Sport. 60 Jahre alt, 60 Jahre hat gebetet und trotzdem wird nicht von ihm akzeptiert. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Warum? Weil Fiqh al-Salah ist Pflicht, dass du das lernst. Fiqh al-Zakat, wenn du reich bist, musst du auch das lernen. Fiqh al-Hajj, wenn du Hajj machen willst, musst du auch genauso auch das machen. Und dann du sagst, ich habe nichts zu tun. Wenn du das fertig bist, dann in diesem Fall, du darfst sagen, okay, ich habe nichts zu tun. Name. Fertig? Alles gut. Ja. Warum? Weil musst du immer denken, wenn jemand zum Beispiel gestorben ist und der liegt immer in seinem Grab, welchen Wunsch wünscht er, wenn er zum Beispiel zum Dunya also zurückkommt? Er wird nur sagen, ich will nur 2 Rakat machen. Ich würde nur Tasbih, Takbir, Tahmid machen, sonst nichts. Aber für ihn zu spät. Warum? Weil hier es gibt Taten und keine Abrechnung. Lakin yawm al-qiyamah, in yawm al-qiyamah gibt es Abrechnung ohne Taten. Taten schon hier. Wenn du Taten hier gemacht hast, Alhamdulillah, da wirst du hier keine Abrechnung bekommen. Aber dort gibt es Abrechnung und keine Taten. Okay, wie kann ich meine Zeit richtig organisieren? Erstens musst du wissen, diese Gabe von Zeit, was Allah uns gegeben hat. Das ist erste Sache. Musst du wissen, wie wert ist die Zeit? Wenn eine Minute vorbei ist, schon vorbei. Ist schon vorbei. Und musst du auch wissen, die Hadithen, die uns Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie wert ist die, oder die Belohnung, wenn du richtig deine Zeit also ausgenutzt hast, was wirst du auch kriegen in Dunya und auch in Al-Akhirah. Zweite Sache, ganz schnell. Tanzim al-Waqt. Musst du deine Zeit richtig organisieren.
am Tag zum Beispiel, Zeit von Essen, Zeit von Lernen, Zeit von, was du machst. Und Zeit von Lernen, viele Brüder, die erst wenn die müde sind, dann die sagen ich Zeit von Lernen. Zweite Sache, die uns richtig auch hilft, bei Zeit richtig organisieren, das heißt, da musst du jede Sache ihre Zeit geben. Zeit von Lernen, Zeit von Essen und so weiter. Und auch, wie gesagt, eine Sache, die Brüder, die manchmal, die wollen lernen, aber wenn die richtig müde sind. Wenn du richtig müde bist, dann nützt das nicht. Da musst du auch richtig nutzen, wenn du richtig gemütlich bist, wach bist. Und wenn du was lernst, bleibt auch im Kopf. Ne? Bleibt auch im Kopf. Abul Barakat. Abul Barakat ist Opa von Ibn Taymiyyah. Abul Barakat heißt er. Und Ibn Taymiyyah muss auch wissen, wer ist Ibn Taymiyyah? Ist Ahmad ibn Abdul Halim. Taymiyyah ist wer? Sein Oma. Taymiyyah ist sein Oma und sie war auch ein großer Gelehrter. Subhanallah. Deshalb heißt Ibn Taymiyyah. Was, wisst ihr, was er gemacht hat? Nicht nur er, sondern auch Malik ibn Anas. Die haben gesagt, obwohl wir im Klo sind, ich gebe ein Buch zu meinen Kindern, zum Beispiel ein Kind von mir, und der liest vor, damit ich höre. Subhanallah. Obwohl er sein Geschäft macht und trotzdem der hört. Keine Zeit zu verlieren. Nummer 3, لا تصاحب البطاليين. Das heißt, du darfst nicht mit Leuten, die richtig faul sind, zu bleiben. Du musst richtig immer nach einem guten Bruder suchen, damit du auch, damit er dir auch, also bei deiner Zeit auch helfen. Nummer 4, حدد هدفك في الدنيا والآخرة. Musst du ein Ziel haben. Du musst auch ein Ziel haben. Es gibt manche Brüder, du fragst ihn, was ist dein Hedda, dein Ziel? Ich habe kein Ziel. Normalerweise unser Ziel, dass wir ins Paris reinkommen. Das ist das erste Ziel und der letzte Ziel und das beste Ziel. Dass wir inshallah ins Paris reinkommen. Und letztes Wort, es sagt immer, wenn du Dunya willst, dann musst du deine Zeit ausnutzen. Wenn du Akhira willst, dann musst du deine Zeit ausnutzen. Wenn du Akhira und Dunya willst, dann musst du Zeit ausnutzen. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.